Hallo, mein Name ist Nicolas Artacho, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Berlin, bin Schauspieler, Synchronsprecher und die deutsche Stimme von Michael Cera und Jamie Bell. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich bin zum Synchron gekommen durch Zufall. Meine Mutter ist auch Schauspielerin und Synchronsprecherin und die hat mich damals als 3-4-Jährigen einfach mit ins Studio genommen und hingesetzt, gesagt, du bist jetzt ruhig, wenn das rote Licht angeht. Und da war tatsächlich noch eine Rolle offen und dann haben die gefragt, wie sieht's aus, könnte dein Sohn nicht? Und dann habe ich 1-2 Sätze gesprochen, ich konnte dann auch nicht lesen. Und das fanden die gut und dann haben die sich immer wieder mal gemeldet und so hat sich das dann ergeben. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Eine meiner ersten größeren Synchronrollen hatte ich Ende der 80er Jahre bei Clemens Frohmann. Ist ganz lustig, da konnte ich noch nicht lesen. Und da hatte meine Mutter im Vorfeld mit mir den Text einstudiert, weil er nämlich relativ schwer war. Da wurde ich gefragt, na Junge, wie heißt du denn? Und da musste ich sagen, mein Name ist Jorge José Jesús Rojas de la Guadalupe. Und als dann der Synchrontermin kam, habe ich es vergessen, ich hatte einen Blackout. Und dann konnten wir es halt so nicht aufnehmen und dann haben wir jedes einzelne Wort, Jorge José Jesús Rojas de la Guadalupe, einzeln aufgenommen. Und eine Woche später habe ich dann Clemens Frohmann irgendwo auf einem Gang getroffen. Und dann meinte ich, ich kann es wieder, Clemens. Ja, was denn? Ich Jorge José Jesús Rojas de la Guadalupe. Und immer wenn er mich jetzt sieht, fragt er, na Großer, kannst du es noch? Und dann sage ich, ja, ich kann es noch, Jorge José Jesús Rojas de la Guadalupe. Übrigens auch jetzt, letztens, der hat Regie geführt bei Rocket Man, wo ich auch mitsprechen durfte. Und auch da hat er mich wieder gefragt, na Großer, kannst du es noch? Du hast mit dem Synchron angefangen, als noch zusammen aufgenommen wurde. Wie hat sich die Synchronarbeit über die Jahre verändert? Ja, das war eigentlich ganz schön, dass wir zusammen aufgenommen haben damals. Vor allen Dingen wir Kinder untereinander. Das heißt, ich habe alle natürlich super gut kennengelernt. David Torba, Ozan Ünal, Vanya Gerig, Konrad Bösherz und wen es da noch so alles gab und oder gibt. Und das war ganz schön. Wir haben Streiche gemacht, Streiche gebaut, haben Knaller in die Zigaretten, die Cutterinnen durften damals auch noch rauchen im Studio, haben Knaller in die Zigaretten reingemacht und waren eine kleine wilde Gang und es hat Spaß gemacht. Und später wurde man dann geixt, heißt das, also dass man nicht mehr zusammen aufgenommen hat, sondern einzeln vorm Mikro stand. Und das ist auch in Ordnung, weil man mehr Takes schafft pro Stunde, also ist manchmal auch ganz angenehm. Aber das Zwischenmenschliche geht dann natürlich mit den anderen Kollegen so ein bisschen verloren. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Jamie Bell? Für seinen ersten Kinofilm, seinen großen Erfolg, Billy Elliot, da gab es ein Probesprechen und das hatte ich damals gewonnen. Und dann hat das auch eine Zeit lang gedauert. Dann habe ich immer wieder, musste ich dann auch zu Probesprechen gehen für Jamie Bell. Auch noch bei Tim und Struppi, wo ich den auch gesprochen habe. Und hatte Glück, dass sich der Verleih dann immer wieder Gott sei Dank für mich entschieden hat. Und jetzt habe ich großes Glück, weil er wirklich sehr, sehr schöne Projekte und Filme macht. Und und mittlerweile ich meistens nicht mehr zu Probe sprechen muss, sondern direkt angefragt werde. Ja. Was macht sein Spiel aus? Sein Spiel macht aus, dass er wahnsinnig fokussiert spielt, ganz reduziert und kleinste Emotionen man im Gesicht sozusagen sofort ablesen kann. Und er spielt fantastisch, also ich liebe ihn. Hast du dir Billy Elliot selbst angesehen? Ich habe mir Billy Elliot sogar oft angesehen und es ist tatsächlich auch, obwohl er 2000 rauskam, also fast 20 Jahre her, jetzt 20 Jahre her, wir sind ja im Jahr 2020, ist es nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr stolz darauf, da zumindest in der deutschen Version partizipieren zu dürfen. Was glaubst du, warum der Film so erfolgreich war? Ich glaube, weil der Film nichts Besonderes sein wollte, sondern einfach eine schöne kleine Geschichte erzählt hat. Und ich glaube, nur darum ging es. Und das mit guten Schauspielern, super Regie. Und dadurch wurde das dann ein fantastischer, toller Film. Bis heute. Du warst mit deiner Synchronrolle des Billy Elliot sogar für den Synchronpreis nominiert. Wie war das für dich? Also es war eine große Ehre damals, für den Deutschen Synchronpreis nominiert zu sein für die Rolle in Billy Elliot. Es war wunderschön, aber es war so, dass es damals noch keinen Nachwuchspreis gab. Und ich war sozusagen als Kind, als 15-Jähriger, war ich mit den ganzen Großen nominiert und habe den dann leider natürlich auch nicht bekommen. Aber im Jahr darauf wurde dann der Nachwuchspreis eingeführt und da wurde mein Bruder dann für die Robbe im kleinen Eisbären ausgezeichnet mit dem Synchronpreis, mein Bruder Maximilian. Und das war auch eine Folge der Nominierung, also meiner Nominierung sozusagen, weil es damals eben noch keinen Nachwuchspreis gegeben hat und alle gesagt haben, naja, ist eigentlich auch ein bisschen ungerecht, wenn sich ein Kind mit gestandenen Schauspielern messen muss.
In Rocketman hast du Jamie Bell als Bernie Taupin gesprochen. Wie fandest du den Film? Mir hat der Film sehr gut gefallen, auch ganz leise erzählt und dann die Musical-Elemente, die Musik ist toll. Ich finde, dass Elton John fantastisch gespielt wurde. Nee, war toll, der hat mir Spaß gemacht. Du bist auch die deutsche Stimme von Michael Cera. Welcher ist dein Lieblingsfilm mit ihm? Mein Lieblingsfilm mit Michael Cera, ich fand Juno toll. Das war ja auch so ein bisschen sein Durchbruch. Und Superbad fand ich auch wirklich gut. Ist zwar ein Teenie-Film, geht um drei Jugendliche, die irgendwie Alkohol besorgen müssen, weil sie auf eine Party eingeladen sind. Das sind so drei Loser-Typen. Und obwohl das so eine typische Teenie-Story ist, hat er eine unglaubliche philosophische Tiefe, wie ich finde. Also da diskutiere ich auch manchmal kontrovers mit anderen, die den Film vielleicht nicht so gut finden. Aber ich kann ihn nur empfehlen. Also Superbad finde ich nach wie vor super. Du hast Tim in Steven Spielbergs Die Abenteuer von Tim und Struppi gesprochen. Erzähl mal von den Aufnahmen. Oh, die Aufnahmen zu Tim und Struppi waren sehr schön, aber auch sehr anstrengend, weil wir keine fertige Version hatten, sondern es kam, also wir haben den Film im Grunde genommen fertig aufgenommen und dann kam eine Woche später eine neue Version und nochmal eine neue Version und nochmal eine neue Version. Also im Grunde genommen haben wir den Film, glaube ich, 6-mal aufgenommen. Und da gab es natürlich auch schwierige emotionale Szenen und dann war man froh, wenn man die irgendwie geschafft hat und dann 3 Wochen später musste man dieselbe emotionale Szene sozusagen nochmal sprechen. Das war ein bisschen schwierig, aber war cool, hat Spaß gemacht. Dietmar Wunder hat Regie geführt, also James Bond sozusagen und auch selber mitgesprochen. Und das Coole war, dass Lutz Schnell hat Kapitän Haddock gesprochen und Lutz Schnell war aber damals, als er jung war, mit Mitte 20, war er auch die deutsche Stimme von der Serie Tim und Struppi und da hat er Tim gesprochen. Und dass sozusagen die ehemalige Stimme von Tim jetzt Kapitän Haddock spricht, war irgendwie Ironie des Schicksals oder eben wie gesagt ganz, ganz lustig. Du bist schon seit Jahren auch als Moderator für Disney tätig. Wie kam es dazu? Genau, also ich moderiere auch für Disney, aber das ist auch Zufall gewesen. Ich arbeite ja auch als Schauspieler und drehe auch Filme und meine Agentur damals hat mich eingeladen zu einem Casting. Und dann war ich beim Casting in München für Art Attack, diese Bastelsendung. Und das war, ich hatte davor noch gar keine Moderationserfahrung und ich bin dahin und für mich war es auch schwer, immer in die Kamera zu reden, weil normalerweise, oder zu moderieren, weil normalerweise, wenn man schauspielt, versucht man ja immer eben nicht in die Kamera zu gucken. Das heißt, ich musste mich richtig zwingen, dann in die Kamera reinzugucken. Und und Beni Weber, der hat das Casting durchgeführt, der hat das auch produziert, der hat das früher auch moderiert und er hat mir sehr geholfen und dank ihm sozusagen hat sich dann Disney für mich entschieden und dann durfte ich ein paar Staffeln Art Attack machen, die in Buenos Aires aufgenommen worden sind, in Argentinien, was natürlich umso schöner ist. Dann habe ich immer 2 Monate im Jahr in Buenos Aires verbracht. Viele kennen deine Stimme aus der Serie The Middle, in der du Axel Heck sprichst. Was hältst du von der Serie? Der X-Men. Ich liebe The Middle. Ist auch eine der längsten Serien, die ich je gesprochen habe. Ich glaube, wir haben über 10 Jahre aufgenommen. Jedes Jahr immer eine Staffel. Und Axel Heck ist ein cooler Dude, cooler Typ und hat großen Spaß gemacht, ja. In Empire wird Rafael de la Fuente von dir, in Denver Clan aber von deinem Kollegen Yannick Endemann synchronisiert. Warum? Ach, das liegt daran, dass es dauert ja, bis man eine Feststimme wird. Also da muss man eine Person schon irgendwie, weiß nicht, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Mal und selbst dann kann sich's ändern, sprechen. Und woran liegt das? Der eine Regisseur findet, der eine liegt besser drauf, der andere Regisseur findet, jemand anderes liegt besser drauf. Und manchmal liegt es auch daran, dass eine Produktion zum Beispiel in Hamburg aufgenommen wird oder in München aufgenommen wird. Und dann gucken die immer, wer hat die Personen schon gesprochen. Und wenn einer nur 1 oder 2 Mal gesprochen hat, dann wird er nicht extra eingeflogen, sondern dann wird halt ein Sprecher aus der eigenen Stadt gebucht. Und so kommt es, dass es dann eben dauert, bis der Schauspieler dann eine Feststimme hat. Sondern dann kann es sein, dass ein Schauspieler von 5, 6, 7, 10 Sprechern gesprochen wird. Gibt es weitere Schauspieler, die du ausgesprochen gerne sprichst? Tja, Hunter Parrish spreche ich sehr gerne. Den wird man jetzt wahrscheinlich vom Namen her nicht so kennen, aber das ist der Schauspieler aus Weeds. Kleine Deals unter Nachbarn hieß die Serie, glaube ich. Auch eine Serie, die ich über mehrere Jahre gemacht habe. Den mag ich sehr gerne. Der hat in mehreren Serien mitgespielt und da durfte ich ihn auch nicht immer, aber manchmal auch sprechen und der macht auch großen Spaß. Ja, ach, es gibt viele. Das ist schwer zu sagen, aber die sind wahrscheinlich alle noch nicht so bekannt wie jetzt Jamie Bell und Michael Cera. Leidest du bei deinen Synchronrollen mit? Klar, ich muss ja versuchen, die gesamte Emotion, die er beim Spiel sozusagen fühlt und die sich eben auch durch die Leinwand dann überträgt,
muss ich ja versuchen, dann in der deutschen Version in die Sprache, man sieht ja mein Gesicht dabei nicht, aber in die Sprache und in die Stimme zu setzen, zu legen. Und klar leide ich dann mit. Je besser der Schauspieler, desto schwieriger wird's. Und desto mehr arbeitet man auch daran, dass man es versucht, so nah wie möglich ans Original ranzukommen. Gibt es eine Synchronrolle, die dich emotional besonders gefordert hat? Oh, es gab mal, aber da war ich noch ein Kind. Die Opfer von St. Vincent hieß das. Ich glaube, das war ein Fernsehfilm oder Kinofilm, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas Anfang der 90er Jahre. Und das ging um so ein Kloster, und Klosterschüler und Kinder, die eben vergewaltigt werden. Und man hat beim Synchronisieren damals aufgepasst, dass ich halt nichts sehe als Kind, was irgendwie mich längerfristig verstören könnte. Aber nichtsdestotrotz, der Akt der Vergewaltigung sozusagen, den habe ich nicht gesehen, aber die Schreie und so, das musste ich trotzdem, und das war schon eine harte Nummer. Aber ja. Viele Kinder und Ehemalige verbinden deine Stimme mit TK aus Digimon und mit Atticus Rhodes aus Yu-Gi-Oh! Wie findest du das? Also ich finde das super. Es gibt ja viele Kinderserien und viele stehen eben auch auf Anime-Serien und das macht Spaß und war eine coole Zeit. Ich durfte ja, ich glaube, es gab ja jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder Digimon-Kinofilme, die rausgekommen sind. Aufgrund der Serie damals, die ich vor auch 20 Jahren, ich glaube, es war 2000 oder so, als ich Digimon gesprochen habe, die dann rausgekommen sind. Und nee, macht Spaß, ist cool, finde ich gut. Du hast TK als Jugendlicher gesprochen und Jahre später auch in der Fortsetzung Digimon Adventure Tri. Was hat sich verändert? Was hat sich verändert? Es hat sich wahrscheinlich verändert, dass meine Stimme etwas tiefer geworden ist und ich nicht mehr wie 15 klinge, wie TK damals in der Serie. Aber ansonsten hat sich nichts verändert, hat Spaß gemacht nach wie vor. Was macht aus deiner Sicht Anime so erfolgreich? Wahrscheinlich, weil es eine Traumwelt ist in gewisser Weise. Es ist ja meistens, es gibt natürlich auch Serien, die Realität widerspiegeln und sozusagen aktuelle Märchen. Aber wahrscheinlich ist es eine Parallelwelt, die da gezeigt wird in den Anime-Serien, in die sich dann junge Zuschauer oder auch ältere Zuschauer gut reinversetzen können oder abtauchen in andere Parallelwelten und Horizonte, Dimensionen, ja. Hast du schon mal einen verrückten Fanbrief bekommen? Nee, einen verrückten Fanbrief habe ich noch nicht bekommen, aber kann ja noch kommen. Nein, aber ich war mal auf einer Anime-Messe hier in Berlin und Das war total verrückt, weil also wenn man synchronisiert, steht man ja meistens alleine im Studio und macht sich nicht so sehr Gedanken darüber, wer sich das dann später anguckt. Und auf dieser Anime-Messe, die Leute sind ja sowas von mitgegangen, waren alle verkleidet in den ganzen Rollen und Kostümen und wussten auch bestens Bescheid. Also wussten sogar irgendwelche kleinen Rollen, die ich in irgendwelchen Anime-Serien gesprochen habe, an die ich mich selbst schon gar nicht mehr erinnern konnte, sagen, ja, du hast doch da irgendwie den Freund vom Freund der Freundin gesprochen. Und ja, total verrückt, wie die mitfiebern und ja, und richtig, ja, richtig mitleben sozusagen. Ja. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du im Synchron oft besetzt wirst? Nee, ich würde sagen, gibt es nicht. Ich glaube, dass ich schon... Ja, manchmal die jungen Helden oder so. Also man versucht natürlich nicht nach Aussehen zu besetzen, aber dann passiert das dann doch manchmal, dass ich dann ähnliche Figuren dann irgendwie spreche. Aber eigentlich ist es doch durchwachsen. Nee, es ist unterschiedlich, verschieden. Was fasziniert dich am Beruf des Synchronschauspielers? Oh, was mich fasziniert am Synchronschauspieler ist, dass man eine Möglichkeit hat, obwohl wir hier in Deutschland sind, an großen Hollywood-Produktionen zum Beispiel partizipieren zu dürfen, tolle Schauspieler also bei der Arbeit zuzugucken und sprechen zu dürfen. Und das Coole ist halt, dass man dadurch, dass man als Synchronsprecher viel, viel mehr synchronisiert, als man als Schauspieler je drehen könnte, hat man die Möglichkeit, in die unterschiedlichsten Berufe reinzuschlüpfen. Also mal spricht man einen Bankier, mal spricht man einen Mörder, mal spricht man einen, keine Ahnung, also die unterschiedlichsten Sachen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Ist wie als Kind, wenn man sich verkleidet hat so, und jede Verkleidung mal anziehen darf. Weißt du abends noch, was du gesprochen hast, den ganzen Tag? Am Abend meistens schon, aber wenn man mich eine Woche später fragt, was hast du letzte Woche gesprochen, dann kriege ich vielleicht nur noch die Hälfte zusammen. Aber es ist halt so, man synchronisiert pro Tag, man, weiß ich nicht, fährt eine Stunde dorthin, spricht dann irgendwie 30 Sätze, fährt dann zum nächsten Studio, spricht dann da 60, 70 Sätze, dann zum nächsten Studio und dann nur 10 Sätze und das jeden Tag. Das kann man sich unmöglich alles merken.
Du liest auch viele Hörbücher und hast dafür auch Preise erhalten. Warum bist du so gut? Oh Gott, ja, das ist wirklich, also die Frage, das weiß ich ja gar nicht erstens, sondern das hängt ja mal davon ab, wie man dann sozusagen gebucht wird. Und wenn es Leute gibt, die einen gut finden und einen buchen, dann ist es super. Aber es gibt bestimmt auch viele Leute, die mich nicht gut finden und man polarisiert und das ist auch vollkommen in Ordnung und gut so. Hast du einen Liebling unter den von dir gesprochenen Hörbüchern? Ich fand Slumdog Millionär fand ich super. Dann fand ich sehr gut die Geschwister Danilov. Das habe ich letztes oder vorletztes Jahr gemacht. Geht um so zwei Flüchtlingskinder in Russland, die sich durch Russland irgendwie schlagen müssen. Das war ein ganz tolles Hörbuch. Und ach, gab schon einige schöne, ja. Was ist die besondere Herausforderung beim Hörbuchsprechen im Gegensatz zum Synchron? Die Herausforderung beim Hörbuchsprechen ist vor allen Dingen, dass man sitzt ja alleine in dieser Kabine, was man beim Synchron zwar auch tut, aber da arbeitet man sich von Satz zu Satz vor. Und in dieser Kabine hast du dann einen Berg von weiß ich nicht, Hunderten, Tausenden DIN A4 Blättern. Und dieser Stapel wird und wird nicht kleiner. Und du liest und liest und liest und liest und liest und irgendwann verschwimmen die Buchstaben vor deinen Augen. Und da sozusagen sich immer noch darauf zu konzentrieren, in der Geschichte zu sein und auch wirklich das zu fühlen und zu spüren, was man eigentlich liest, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Also man muss sich ganz oft selbst wieder daran erinnern, oh, du liest ja gerade, also man vergisst, dass man aufnimmt sozusagen. Man ist dann in so seiner eigenen Welt. Und dann muss man sich selbst nochmal daran erinnern, ach, du liest ja eigentlich gerade vor, auch für andere, die sich das anhören wollen. Und genau, und sich daran zu erinnern, das ist, glaube ich, schwierig. Du schreibst auch Dialogbücher, führst Synchronregie, stehst vor der Kamera und machst Regieassistenz. Was macht dir am meisten Spaß? Oh, die Frage, was mir am meisten Spaß macht, ist immer eine sehr schwierige Frage, weil das klingt jetzt abgedroschen und doof wahrscheinlich, aber mir macht alles Spaß. Und mir macht gerade die Vielfalt Spaß. Und gerade, dass es eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur das eine ist, sondern eben, dass es eine Facette von unterschiedlichen Bereichen gibt, die ich machen darf. Das ist eigentlich das Schönste an meinem Beruf, würde ich sagen. Und auch das Synchronsprechen ist ja auch ein Teilbereich der Schauspielerei. Und ich freue mich sehr, dass ich, wie gesagt, das Privileg habe, synchronsprechen zu dürfen, weil das mir auch ermöglicht, meinen Job als Schauspieler weiter durchzuführen. Viele Schauspieler haben nicht die Möglichkeit zu synchronisieren und die leben nur vom Theaterspielen oder nur vom Drehen. Und vom Drehen selbst ist es sehr, sehr schwer zu leben. Also ich könnte, wenn ich nur vom Drehen leben müsste, hätte ich schon einen anderen Job. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich synchronisieren darf. Bist du auf ein bestimmtes Synchronregieprojekt besonders stolz? Was großen Spaß gemacht hat, war eine Serie, die hieß The Mick. Ging um so eine Familie in den USA, total abgefuckt, super cool. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, die euch irgendwie anzuschauen, macht das. Ich weiß nicht, ob es die auf DVD gibt, ich hoffe. Die lief auf ProSieben, leider nur die erste Staffel. Ich glaube, wir haben 3 Staffeln aufgenommen. Ja, wie es dann halt so ist mit den Quoten. Ich verstehe es gar nicht. Wie gesagt, super lustig, super cool und hat auch großen Spaß gemacht, daran mitarbeiten zu dürfen. Deine Mutter Iris und dein Bruder Maximilian synchronisieren ebenfalls. Sprecht ihr privat viel über eure Projekte? Wir sprechen leider oft über unsere Projekte, auch in unserer Freizeit oder über Kollegen. Und das ist immer schwierig, wenn wir externe Leute dabei haben, die mit der Branche nichts zu tun haben und wir dann beim Abendessen sitzen. Mein Vater zum Beispiel, der war Ingenieur, der hat dann immer gesagt so, ah, jetzt reicht's aber auch mal, jetzt können wir nicht über was Normales reden, müssen wir immer über den Beruf reden, weil der natürlich die ganzen Leute, über die wir geredet haben, überhaupt nicht kannte. Das heißt, wir versuchen uns selbst daran zu erinnern, wenn wir mit anderen Leuten am Tisch sitzen, die mit der Branche nichts zu tun haben und sagen uns dann, okay, wir versuchen mal nicht über Synchron zu reden. Das ist gar nicht so einfach. Gab es ältere Kollegen, von denen du viel gelernt hast? Oh, dadurch, dass ich als Kind angefangen habe, habe ich von vielen Kollegen sehr, sehr viel gelernt, weil man ja ein Kind sozusagen noch spielerisch an den Beruf. Es ist auch ein harter Beruf teilweise für die Leute, die zum Beispiel frisch von der Schauspielschule kommen, weil man in relativ kurzer Zeit viele Takes schaffen muss. Es ist auch ein Handwerk, also das technisch hinzukriegen ist gar nicht so einfach. Und dann gibt's immer diesen Zeitdruck, weiß man, dass man irgendwie 30, 35 Takes die Stunde schaffen muss. Aber wenn man Anfänger ist, kriegt man das gar nicht so hin. Bei Kindern nimmt man sich noch die Zeit, deswegen hatte ich ein großes Glück. Und da hatte ich viele ältere, erfahrene Kollegen, wie Clemens Frohmann zum Beispiel oder auch andere, die sich die Zeit genommen haben und mir das Synchronhandwerk
die Synchronarbeit, das Synchronschauspiel beigebracht haben. Ist es von Vorteil, wenn ein Synchronregisseur selbst Sprecher ist? Ich glaube, es ist von Vorteil, wenn ein Synchronregisseur auch selbst Sprecher ist, weil man dann andere Regieanweisungen geben kann und sich besser in den Sprecher hineinfühlen kann. Plus, man soll es eigentlich nicht machen als Synchronregisseur, aber wenn der Sprecher, und das kommt vor, dass man sich vielleicht überhaupt nicht versteht und der Regisseur gibt 10, 20 Regieanweisungen und der Sprecher versteht immer noch nicht, was der Regisseur möchte, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, als allerletzte Instanz zu zeigen, dass der Regisseur sagt, komm, ich spreche dir den Satz jetzt mal vor, wie ich es meine. Und wenn er selber Sprecher ist, dann weiß der Sprecher auch sofort, ah, okay, so meint das, klar, okay, Missverständnis. Wenn der Synchronregisseur kein Sprecher selber ist, dann hilft das manchmal auch nicht, wenn der den Satz dann vorspricht, weil das dann vielleicht immer noch nicht funktioniert. Welches Projekt war für dich bis heute die größte Herausforderung? Also meine allergrößte Herausforderung war tatsächlich mein Einstieg in die Moderation, weil ich davor keinerlei Erfahrung im Bereich Moderation hatte. Und als ich dann das Casting bekommen habe für Artetech, haben die mich nach Buenos Aires geflogen. Ich sollte 2 Monate in Buenos Aires sein, durfte sozusagen in der ersten Staffel keinen Teleprompter benutzen. Das bedeutet, und wir haben eine Folge ungefähr pro Tag gemacht, das heißt, ich musste 50, 60 DIN A4 Seiten auswendig lernen. Und das ist ja anders als beim Schauspiel, wo du einen Partner hast und seinen Satz, deinen Satz ergibt und man so ein Tischtennisspiel, wie so ein Ping-Pong-Spiel hat. Ist bei der Moderation ist es ja ein Monolog. Das heißt, wenn ich da einen kleinen Versprecher hatte, musste man wieder von vorne anfangen. Also es war echt eine Sisyphusarbeit teilweise. Großen Spaß gemacht, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Aber in der ersten Woche war ich auch wirklich sehr verzweifelt. Habe meine Eltern angerufen und gesagt, ich habe Angst, dass sie mich nach Hause schicken, weil ich vielleicht nicht so gut bin, wie sie erwartet haben. Und sie haben mich Gott sei Dank nie nach Hause geschickt. Ich durfte 5 weitere Staffeln machen in Buenos Aires. Und habe sehr, sehr viel gelernt, durfte später dann auch den Prompter benutzen, was sehr erleichtert. Und ich würde sagen, das war somit eine der größten und schwierigsten Herausforderungen für mich. Hast du unter den von dir synchronisierten Schauspielern einen im Blick, von dem du noch Großes erwartest? Anthony Ramos, den kennt man vielleicht noch nicht so gut. Der hat in dem Film, in dem Musical In the Heights mitgespielt. Und der kommt irgendwann im Sommer, wird er rauskommen. Da durfte ich jetzt den Trailer gerade sprechen. Das heißt aber nicht, dass ich ihn im Film dann auch spreche. Also das ändert sich leider auch immer. Ich hoffe aber. Und ich glaube, der wird groß rauskommen nächstes Jahr. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Mein Tipp für die Leute, die in die Branche wollen, also auf jeden Fall ausgebildeter Schauspieler sein, weil das vergisst man oft. Viele denken, sie haben eine gute Stimme und das reicht, um Synchronsprecher zu sein. Aber es ist ja nicht nur die Stimme, sondern man muss ja sozusagen das Spiel vom Originalschauspieler übernehmen und selber sozusagen dann interpretieren. Aber man kann es ja auch nicht so spielen, wie man selber spielen würde, sondern man muss ja das spielen, im Grunde genommen, was der Kollege auf der Leinwand spielt. Deswegen auf jeden Fall eine Schauspielausbildung machen. Und da gibt's ja dann auch Sprecherziehung und so weiter. Also da wird dann auch die Stimme ausgebildet. Also das hilft auf jeden Fall. Und dann, also wenn man Schauspieler ist und ins Synchron rein möchte, was ich jedem nur empfehlen kann, gucken, dass man bei den Firmen anruft und erstmal tatsächlich ins Studio geht und zuguckt. Und wirklich wochenlang, monatelang erstmal den Kollegen bei der Arbeit zuschaut und sieht, wie das funktioniert. Und ich glaube, dann lernt man auch ganz viel. Und dann wird es den einen oder anderen Regisseur geben, der einem bestimmt dann erste Chancen gibt. Im Ensemble zum Beispiel, da lernt man dann auch die Technik ganz gut und so Hintergrundsätze oder kleine Rollen schon. Und das ist dann der Einstieg und das macht man dann auch eine Zeit lang, bis man dann irgendwann größere und größere und größere Rollen sprechen darf. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Ich hoffe, dass die Synchronbranche auch noch lange, lange fortbesteht. Es gucken ja viele im Original, was ich auch total nachvollziehen kann, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es spricht halt nicht jeder tatsächlich dann auch die Sprache. Deswegen glaube ich, wird es Synchron auch weiterhin geben. Aber wer weiß, ob nicht dann irgendwann eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, uns alle zu ersetzen. Und die Stimme vom Original wäre dann identisch. Und wenn die das dann mit dem Spiel noch hinbekommen und so weiter, wer weiß, ob wir dann nicht mal irgendwann von künstlichen Intelligenzen abgelöst werden. Das hoffe ich nicht. Also ich hoffe, bis zu meiner Rente reicht es noch. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Und zwar 1995 habe ich in einem Film mitgesprochen, der Die kleinen Supersträuche hieß. Und zwar mit Konrad Bösherz und Ozan Ünal zusammen und noch ein paar anderen. Und wir waren alle so 10, 11, 12 Jahre alt. Und damals durfte man bei der BSG, bei der Berliner Synchron, durfte sich ein Kind immer in der Kantine aussuchen, was man möchte. Also man konnte zu essen bestellen, was zu trinken bestellen, weil wir
dann ja nach der Schule gekommen sind und Hausaufgaben machen mussten und dann eben ins Studio gegangen sind. Und wir haben das bei den kleinen Supersträuchen, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Wochen aufgenommen. Lutz Riedel hat Regie geführt, auch ein James Bond, aber aus den 80ern sozusagen. Und wir haben das so ausgereizt, wir sind dann immer in die Kantine gegangen und haben also Pommes und Cola und zu dem Zeitpunkt haben wir auch Überraschungseier gesammelt. Das heißt, Konrad und ich haben teilweise wirklich palettenweise Überraschungseier ins Studio genommen. Während der eine gesprochen hat, hat der andere die nur noch, wir haben die Schokolade schon gar nicht mehr essen können, nur noch ausgepackt und geguckt, ob da irgendwelche Figuren drin sind. Dass die BSG nach dieser Erfahrung gesagt hat, jedes Kind darf nur noch ein Essen und ein Getränk haben. Naja. Wir waren schuld. Ja, wir waren schuld. Die armen Kinder. Genau, die armen Kinder, ja.